Neue Verantwortung, neue Wege. Was braucht die Bundeswehr? Dieser Frage sind die Freien Wähler bei einem parlamentarischen Abend im Bayerischen Landtag nachgegangen. Der gastgebende Abgeordnete Bernhard Pohl stellte gleich zu Beginn fest, die Bundeswehr stehe derzeit am Scheideweg. Zwar sei sie entscheidend für die Entwicklung der Bundesrepublik in Frieden und Freiheit, doch die dafür erforderliche Unterstützung der Politik fehle. Die Bundeswehr steht vor Herausforderungen, die ich vergleichen möchte mit den 80er Jahren, als die Diskussion über die Nachrüstung, den NATO-Doppelbeschluss in Deutschland tobte. Wir haben momentan zwar eine gesellschaftliche Akzeptanz der Bundeswehr, aber auf sehr niedrigem Niveau. Ich fürchte um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, weil die Truppe nicht ausreichend ausgestattet ist, aber weil auch die Verteidigungsbereitschaft der Bevölkerung auf einem historischen Tiefpunkt angekommen ist. Angesichts der Entwicklung in den USA sind laut Pohl die europäischen Armeen mehr denn je auf Stärke und Selbstbewusstsein angewiesen. Fraktionschef Hubert Aiwanger warnte in seinem Redebeitrag vor einer zunehmenden Gleichgültigkeit der Gesellschaft gegenüber der Truppe. Die Bundeswehr gehört in die Mitte der Gesellschaft und wir kämpfen dafür, dass auch das Ansehen der Bundeswehr nicht angekratzt wird, was ja zuletzt auch die Frau Verteidigungsministerin selbst eingeleitet hat, indem sie die Bundeswehr unter Generalverdacht gestellt hat. Das kritisieren wir, das dulden wir nicht. Die Bundeswehr, das sind Söhne und Töchter der Menschen aus Deutschland und die müssen wir unterstützen. Doch nicht nur fehlender Rückhalt in der Bevölkerung mache den Soldaten zu schaffen. Vor allem bei der Ausrüstung gebe es erhebliche Defizite. Der Frust über permanenten Materialmangel sitze bei den Kameraden tief, erklärte Reinhard Kammerer, Generalleutnant AD. Wegen des großen Improvisationstalents vieler engagierter Soldaten könne die Bundeswehr ihre zwei Hauptaufgaben dennoch erfüllen. Der eine Auftrag ist, das ist die Raison d'être einer jeden Armee, das eigene Land und die eigenen Bündnispartner zu schützen. Das ist das, was wir jetzt schon ein wenig in Litauen machen. Gleichzeitig sind Konflikte aber nicht auf unsere eigenen Landesgrenzen beschränkt, sondern wir müssen eben auch in der Lage sein, dort, wo es notwendig ist, Krisen und Konflikte an anderen Gegenden der Welt zu lösen, zu bewältigen, zu friedlichen Entwicklungen beizutragen, weil Schwierigkeiten in anderen Gegenden der Welt erreichen sonst uns hier. Deshalb ist es besser, die Probleme dort zu lösen, als dass wir sie hier erst hätten. Dieses Prinzip verfolgen auch die Freien Wähler. Deshalb werden sie sich im Bayerischen Landtag auch weiterhin dafür einsetzen, die Bundeswehr technisch und personell so auszustatten, dass die Soldaten ihre zahlreichen Aufgaben auch in Zukunft erfolgreich bewältigen können.